Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 Create My Team hier bei Heisenberg zockt. Hui! Ja, wir haben zwei erfolgreiche Spiele hinter uns. 1-0 gewonnen gegen PSG in der Champions League Gruppenphase und gerade 1-0 gewonnen auswärts bei Leipzig, dem Zweitplatzierten. Die Tabelle, die ja, haben wir uns letztes Mal angesehen. Jetzt haben wir nämlich Pokal gegen Eintracht Frankfurt, das Achtelfinale. Okay, ja, da möchte ich natürlich auch gewinnen. Wir gehen aber mal schnell gucken, wir haben Post. Und zwar folgendes, Monatsbericht, okay, da sind wieder ein paar stärker geworden, ja, er hier, der 15-jährige Herr Busch, Torwart 67, ganz stark, dann haben wir nochmal einen starken Torwart, den könnten wir auch verleihen, 60, ja, die kommen hier, guck mal, er hier, heiliges, zentrales Mittelfeld, der ist jetzt schon auf 69, der gute Mann, ui, okay, da möchte ich was machen, ja, der Rest ist auch okay. Aber er hier, den müssen wir raufnehmen. Und dann werden wir ihn auch ausleihen. Mit 16 hat er eine Stärke von 69. Die Frage ist halt, ja, wie stark wird der, wenn wir den bei den Junioren lassen? Weiß das jemand? Also wenn ich den jetzt einfach nochmal ein Jahr hier lasse, der wird ja auch stärker. Wird der stärker, wenn ich ihn verleihe? Wahrscheinlich schon. Ja, die Frage ist halt, ob er dort dann spielt mit 16. 16 ist natürlich schon blutjung. Wisst ihr was, wir warten mal noch eine Runde. Also, wie soll ich sagen, 3-4 Spiele. Und gucken, ob er sich verbessert hat tatsächlich. Würde ich mal vorstellen. Sonst könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Nein, lass das. Hol den hoch und verleih den. Das hat viel die bessere Wirkung. Schreibt das bitte gerne rein, falls ihr das wissen solltet. Im Moment lasse ich ihn mal noch hier. Gut, aber das ist natürlich sehr cool. Also, dann haben wir noch ein Scouting-Update. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich wieder ein paar Leute entlassen müssen. Ein paar Junioren. Ja, da haben wir einen 94er. Der kommt rein. Aha, wir müssen rausballern. Wir ballern. Hier haben wir natürlich auch. Der hat ein Potenzial von 94. Soll ich den jetzt ernsthaft rausschmeißen? Hat mit Stärke 51, mit 17. Sagen wir mal so, nicht direkt ein Versprechen für die Zukunft. 16, 52. Ich würde sagen, er hier geht mal. Wobei, das ist der einzige Stürmer, den wir haben. Ja, aber ob wir den brauchen können. Ja, wir geben den frei. Und dann geben wir gleich nochmal einen frei. Und zwar er hier. Jawohl, auch. Freigeben. Sehr gut. Und ansonsten 16. Er geht auch. So, dann haben wir drei freie Plätze. Die müssen wir eigentlich ausnutzen können. Wollen wir den 94er hier? Jawohl, verpflichten. Dankeschön. Dann können wir löschen. Dann schauen wir hier rein. 72, 82. Das sind natürlich auch durchaus gute Spieler. So ist es nicht. Aber hier brauchen wir keinen. Jawohl, dankeschön. Löschen. Und beim letzten haben wir noch folgendes. 81. Hier haben wir nochmal einen 94er. Der kommt rein. Dann haben wir noch einen freien Platz. Den können wir gerne später natürlich mal noch auffüllen. Ganz klar. Gut, schön. Mache ich tatsächlich immer sehr gerne, diese Jugendspieler rauspflücken. Ja, dann gehen wir hier mal weiter. Eintracht Frankfurt. Hui, wir hätten eigentlich noch gucken können. Ja, wisst ihr was? Ich schaue noch schnell, auf welchem Tabellenplatz sind die gleich nochmal. Mit Y wechseln wir hier. Das habe ich tatsächlich mittlerweile raus. Frankfurt ist auf der 15, aber es ist natürlich ein Pokalspiel. Also das ist sowieso immer was Spezielles. Ich würde sagen, wir gehen rein und gucken mal die Trikots. Ja, nicht so ideal. Passen wir natürlich kurz an. Frankfurt ist für mich auch nicht rot, auch nicht tatsächlich weiß, sondern die waren eigentlich immer rot. Dann würde ich sagen, wir spielen weiß und ihr spielt in eurem Frankfurt rot. Ja, und wir spielen in unserem Duisburg blau-weiß, wobei Duisburg war, glaube ich, gerade gestreift, nicht quer. Das Grüne ist aber doof. Ja, wir machen das so. Das ist doch okay. So, jetzt schauen wir bei den Spielern. Vielleicht von Anfang an tatsächlich mal ein Wechsel. Und zwar, oh, wir sehen, da sind ein paar sehr müde. Konaté ist müde. Janssen ist müde. Ich hätte jetzt eigentlich Grant rausgenommen. Und da tatsächlich vielleicht González mal wieder eine Chance gegeben über 90 Minuten. Allerdings, Grant ist einer der wenigen, die tatsächlich wirklich fit sind. Wir werden hier mal Konaté ersetzen durch Schuster. Und den Rest würde ich mal lassen. Weil Grant... Kommt, wir geben tatsächlich González eine Chance und machen das folgendermaßen. Janssen lassen wir drin und werden dann als Ersatz dann halt den Herrn Grant bringen, weil González ist auch immer relativ schnell müde. Gut, das müsste immer noch eine starke Mannschaft sein, würde ich behaupten. Wir spielen das Ding, Ziel, weiterkommen.
Ganz klar. Achtelfinale, wir wollen ins Viertelfinale kommen. Aber das wird natürlich auch ein Stück Arbeit, ganz klar. Die Frankfurter wollen das Gleiche. Aha, Regen. Ja, muss ja nicht schlecht sein. Wir sind ja eigentlich bei Regen relativ stark. Achtelfinale DFB-Pokal gegen Frankfurt. Ja, Frankfurt, da fällt mir ein. Bruno Petzai zum Beispiel. Wen haben wir denn da noch? Friedhelm Funkel war da mal noch. Ja, und diverse andere natürlich noch. Der Dingens, wie hieß er denn? Ach, Gaudino, genau. Oder Gaudinho. Ja, der war dann mal noch in der Schweiz. Oder der Sohn war dann, glaube ich, sogar mal noch in der Schweiz. Gut, da sehen wir den Weg. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein und gucken, dass wir hier irgendwie was Vernünftiges hinkriegen. Wir spielen von rechts nach links in den weißen Trikots. Ziel, weiterkommen. Wenn es geht, bitte ohne Verlängerung, weil wir haben sowieso schon konditionelle Probleme. Oh, nee, ich sage jetzt nicht, ich bin fast rangekommen, auch wenn ich fast rangekommen bin. Oh, oh, das waren sie stark. Aber da passt Jan Sommer auf, kein Problem. Kubo hat Platz. Stark, GGGG. Jawohl, oh, bis der da mal Dampf aufnimmt. Aber jetzt hat es doch noch geklappt. Nein, da ist Heisi völlig frei und er spielt ihn so komisch quer. Gibt's das? Das war eine Riesenchance. Das muss ein Tor sein. Ja, da hat Schuster aufgepasst. Der Ersatz für Konaté. Allerdings auf Kosten einer Ecke. Ei, das geht mir selber nicht runter. Einfach den Ball rüberlegen. Dann ist... Oh! Ui, okay. Nochmal eine Riesenchance für Frankfurt. Jetzt sollten wir aber langsam gewarnt sein und geweckt. Ja, von da kann man auch treffen, je nachdem. Ja, aber eben, wieso legt er den Ball dann so rüber? Ja, weil er ihn halt so rüberlegt. Leider. Gonzales. Ja, mit einem guten Wechsel. Sehr gut. Hier in die Tiefe gelegt, den Ball auf Tacke. Jawohl, und Heisi macht das gut. Und Tacke macht es halt auch gut. Die Vorbereitung klasse. Ja, der Riesenchance war ja für Frankfurt, aber irgendwie jetzt doch. Das gefällt mir natürlich. Auch wenn wir eigentlich bereits 1-0 führen müssten, weil den Ball musste dort einfach querlegen. Gibt's doch nicht. Heiß hätte den reingeschoben. Aber das haben wir jetzt eh gehabt. Wunderbar. Da sehen wir es aber. Tacke geht nochmal 2-3 Schritte. Spielt in den Rücken. Da steht Heiß. Sie kann den Ball sogar stoppen und mit dem linken Fuß abschließen. Ins lange Eck runter. Auch elegant tatsächlich. Und für den Torwart natürlich schon. Ja, keine Chance. Chancenlos. Der Torwart. So, der Grundstein ist gelegt. Jetzt nicht nachlassen. Und wir müssen natürlich unsere Auswechselbank im Auge behalten. Weil die Leute hier dann relativ schnell wahrscheinlich gar nicht mehr können. Zumindest ein Teil davon. Und dann laufen wir natürlich nur noch hinterher. Da müssen wir aufpassen. Oh, da wurde ein Babu vernascht. Oh, da muss Jan Sommer eingreifen. Ja, jetzt zwei große Chancen für die Frankfurter. Ja, zwei große für uns. Eine davon ging zum Glück rein. Bei Frankfurt zum Glück nicht, weil wir ja einen Sommer da hinten noch haben, der aufpasst. Das war eine wichtige Tat. Jan Haste. Jawohl, stark gemacht. Ja, Ruhe reinbringen, macht auch geschickt. Und dann einen Babu mal schicken. Der wird wahrscheinlich dann auch irgendwann auf dem letzten Loch pfeifen. Ja, gut durchgesteckt. Starker Fossi. Der schließt da ab. Oh, ich dachte, ich komme vielleicht mit Heisi nochmal ran. Oh, schade. Ja, war jetzt das zu eigensinnig? Ich behaupte mal nein. Das kann man so machen. So, wir haben die Kugel. Sehr gut. Ja, ein Babu mit einer Drehung. Ja, da ist der Fuß im Weg. Immerhin Eckball rausgeholt. Ja, ich würde sagen, solange wir keine Meldung kriegen, dass wir wechseln sollen, gucke ich auch nicht. Sondern wir werden uns das ansehen, dann spätestens in der Pause. Stark gemacht. Und abseits. Okay, es ist schon wieder zu viel gekugelt. Im Strafraum drin. Ganz klar. Aber das wäre natürlich gut gewesen. Wenn ein Babu da nicht im Abseits ist, könnte er den Ball wieder zurücklegen. Das war eigentlich meine Idee. Dass dann der andere dort zum Abschluss kommt. Ja, stark von Gonzales. Oh, er ist halt wirklich gut. Also da habt ihr schon recht. Oh, guter Pass hier auf Vargas.
Wieder Heisio, da stehen sich zwei von uns im Weg. Oh, das darf natürlich nicht passieren. Was? Wahrscheinlich sogar Ossi, der da noch im Weg war. Ja, stark. Was? Gut, auf Tacke raus. Lauf mal. Leg den Ball zurück. Macht er soweit auch gut. Oh, schöne Drehung. Und dann ist natürlich wieder ein Frankfurter dort. Das Problem kennen wir. Oh, und da verlieren wir das Kopfballduell. Das ist immer schlecht. Los, nochmal zurück. Aber eben, die Leute, die werden irgendwann, ich sehe es schon kommen, wenn wir dann nachher in der Pause das Mannschaftsding sehen, da werden wahrscheinlich alle platt sein. Und Babu hat aufgepasst. Jetzt könnte Vargas nochmal gehen. Oh, gut gemacht. Jawohl, und sieht, dass hier tatsächlich Heisi komplett frei ist. Ah, da muss er abgeben. Oh! Eine Riesenchance. Da hätte er eigentlich abspielen müssen. Oi, oi, oi. Fatal, sowas. Weil dieses 1-0 ist natürlich gefährlich dahingehend. Ja, Frankfurt kann da natürlich relativ schnell den Ausgleich hinkriegen. Und da ist erstmal Pause. So, jetzt heißt es sozusagen Wunden laben und gucken. Ah ja, wir hätten jetzt Chancen gehabt für das 2-0. Das wäre extrem wichtig gewesen. Dann hätten wir ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt haben wir natürlich nochmal irgendwie ein relativ übles Wabong-Spiel, wenn man so will. Und ich fürchte, ja, ich habe es kommen sehen. Ja, hier sieht es natürlich wirklich gar nicht gut aus. Ich würde mal sagen, für Jansen kommt Grant. González muss nochmal. Für Vargas kommt, wo haben wir ihn? Dojanov. Dann haben wir hier für Birindelli den Herrn Bianchi. Und vorne lassen wir es mal noch. Wir müssen sowieso nochmal eingreifen. Wir werden wahrscheinlich Heisi oder Ossi noch rausnehmen müssen. Dann kommt dann tatsächlich Kollege Dua natürlich noch zum Zug. Gut, ist jetzt ein Durchmischen. Das fände ich jetzt in der Realität nicht so gut. Das nimmt irgendwie ein bisschen das Mannschaftsgefüge auseinander, aber wir haben gar keine andere Wahl, wenn die Leute hier alle so müde sind. Ja, gut gemacht mit hinten rumgehen. Gefällt mir. Da haben wir Grant. Auch stark. Oh, da wollte er heiß ins Dribbling. Das hat hinten und vorne nicht geklappt. Wahrscheinlich lag es da auch noch mal ein bisschen an der Luft. Komm, 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 hast du. Jawohl, stark, Herr Bianchi. Zu Jan Sommer. Und Jan Sommer macht den hier. Genau, einmal weg mit dem Ding. Oh, stark von Haas. Oh, Grant verliert den Ball. Ist noch nicht so richtig im Spiel drin, so wie es aussieht. Da streckt sich Jan Sommer. Und wir sind immer noch im grünen Bereich. Nur keine Verlängerung. Wir können, ich glaube, wenn wir eine Verlängerung haben, dann kann wahrscheinlich keiner mehr wirklich spielen. Gut gemacht, Direktspiel. Ja, logisch. Geht einfach nicht. Es funktioniert halt einfach irgendwie tatsächlich nicht mit diesen Flanken. Kannst du machen, wie du lustig bist. Oh, da komme ich nicht vorbei. Gefährlich. Ja, sehr gefährlich. Oh, Babu, komm. Ja, mach einfach zu. Oh, nö, kein Foul. Oh, nö, come on. Echt jetzt? Das ist ein bisschen zu harsch in den Mann rein. Gibt aber keine Karte. Oh, aber gefährlich natürlich hier. Für unsere müden Jungs. Frankfurt wechselt auch nochmal. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal wechseln. Jan. Jawohl, sehr gut. Jan ist auf seinem Posten. Gefällt mir. Ja, schick den mal, genau. Sehr gut, weil Tacke ist schnell, hat hier keine Gegenwehr und in der Mitte haben wir Ossi, wie man sieht. Und hinten kommt auch nochmal einer. Ah, komm ich nicht ran. Eine große Chance. Oh, und da rennt wieder einer am Ball vorbei, an Ball und Gegner vorbei. Ja, zieh, zieh, zieh. Der sollte nicht zum Flanken kommen. Ja, gut gemacht. Sehr gut, Bianchi gefällt mir tatsächlich auch. 67. Minute, ich gehe schnell gucken. Babu ist hier, aber da haben wir keinen mehr. Babu, Dua, Schröder. Ja, ich werde vielleicht Schröder dann je nachdem noch bringen. Ja, aber nicht jetzt, da warten wir noch. Vorne kommt Heisi raus und
Moment, jetzt muss ich hier schnell den. Genau, Heisira. Oh, Gonzales, komplett im Eimer. Ja, Schröder rein. Das bringt so nichts. Wenn wir noch wechseln können, nehme ich Heisi noch raus. Jawohl, das geht. Gut, es ist natürlich ein komplettes Durchgemische jetzt gerade. Gutes Spiel von Heisi soweit. Gutes Spiel von allen, wenn man bedenkt eben diese Belastung natürlich mit Champions League und. Gut befreit, komm drauf. Oh, stark. Und jetzt lauf, 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 du. Lauf, 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 du bist schnell. Oh, da kommt er nicht mehr ran. Ah, schade. Ein bisschen zu kräftig tatsächlich der Kopfball. Sonst wäre das eine gute Vorlage gewesen für sich selber. Jawohl, gut, Herr Haas. Gefällt mir. Auch stark hier. Oh, schlechter Ball. Ich wollte natürlich steil in die Tiefe. Das hat hinten und vorne nicht geklappt. Pass mal auf hier, die machen mit Tempo. Da guckt halt der Verteidiger zu, aber zum Glück hat da noch einer von uns den Fuß im Weg. Oh, komm. Oh, das war auch nix. Oh, jetzt wird's gefährlich. Oh, jetzt wird's ganz gefährlich. Oh, Jan Sommer. Oh Gott, was verdanken wir nicht alles Jan Sommer. Ja, da regt sich der Frankfurter natürlich auf. Oh, was war das für ein Big Save. Mario Götze mit der Ecke. Jan, jawohl, wieder sicher. Sehr gut. Jetzt vielleicht ein besserer Abwurf wie vorher. Ich mach sogar den hier. Ja, da ist ja keiner. Okay, aber der Ball ist weg. Ja, nicht ideal, aber okay. So, wir müssen... Jo, sehr gut. Der ist für uns. Ich wollte gerade sagen, wir müssen die Kräfte einteilen. Stark auf Take. Und Take geht durch. Jetzt wäre hinten eigentlich wieder einer völlig frei. Na, ah, ein Fremdfuß. Wir haben aber die Kugel. Jawohl, gut, Herr Schröder. Oh, ich habe die Kugel noch. Ja, stark wieder. Ich glaube, Heisi ist es. Nee, Vargas ist es, der sich durchtankt. Oh, komme ich nicht ran. Ah, wenn ich den zu Ossi kriege. Aufpassen. Guter Wechsel. Ja, auch stark. Wieder auf Take. Jetzt machen wir tatsächlich nochmal Druck hier. Oh, Fuß im Weg. Oh, nochmal Take. Ne, jetzt komme ich nicht ran. Aber jetzt müsste doch dann langsam Feierabend sein. Komm, Heisi. Oh, gefährlich. Konter. Jetzt bloß nicht so ein Käse. Bloß nicht so ein Käse. Da passt sogar... Oh, wir haben es. Da hat sogar Dua nach hinten ausgeholfen. Okay, der dritte 1:0-Sieg in Folge. Und... Der dritte wichtige 1:0-Sieg in Folge. War jetzt aber eher ein bisschen Gebürge, aber eben man darf oder man muss halt gucken, wie die Leute drauf waren. Also das war jetzt schon grenzwertig, ganz klar. Jetzt haben wir wieder ein Ligaspiel. Da werden wir wieder ein bisschen durchmischen. Da kommen die müden Gesellen raus, ganz klar. Heißt der Torschütze. Sehr schön gemacht. Ja, da sind wir im Viertelfinale vom Pokal. Wir sind immer noch bei allen drei Sachen dabei. Wir sind in der Liga, glaube ich, auf Platz 6. Wir sind in der Champions League in der K.O.-Phase und wir sind im Pokal. Tatsächlich im Viertelfinale. Also so schlecht nicht. Aber es ist ganz klar, also der Sieg, der gehört unserem Jan Sommer. Also da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Das war sensationell, was er da teilweise gehalten hat. Köln hat Mainz noch ausgeworfen. Bielefeld, ja, das ging zu schnell. Bayern 0-0. Ne, Bayern ist raus. Guck mal, Bayern ist raus. Gegen Dortmund verloren. Und Waldhof Mannheim, wie schön ist das denn? Der Herr Klaus Schlappner. Cool, die sind da auch weiter. Ja, mal gucken, wen wir dann als nächsten Gegner haben. Schönes Bild hier. Ja, es ist wirklich symbolisch für das Spiel. Also, das war tatsächlich einfach Jan Sommers Sieg. Einmal mehr. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. So kann es weitergehen mit diesem, ja, vielleicht mal noch was anderes wie nur ein 0-1-Sieg oder ein 1-0-Sieg. Aber grundsätzlich bin ich natürlich einfach froh, wenn wir gewinnen. Das ist ganz klar. Dann danke ich euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.